Hallo, liebe Freunde, ich begrüße euch aus Erasmio, so Beach Paralia hier. Gegenüber ist der Tasso, da die Richtung ist Samotracki. Und wir machen so eine Kritharaki mit Meeresfrüchten und so. Sie Gemüse und so. Ich zeige euch, wie das geht. Bleiben Sie dran. So, liebe Freunde, dann fangen wir an jetzt, dass die Meeresfrüchte ein bisschen zu bereiten. Und dann tun wir zum Beispiel ein bisschen unser goldene Öl, ne? Unser goldene Öl, schauen Sie mal, was für eine leckere goldene Öl haben wir gesprochen, unser Bauer. Ne, wissen Sie schon, ne? Das goldene, leckere Öl tun wir so, ein bisschen warm machen. Lecker, das, nur das sieht schon gut aus. Genau, ja, sieht man schon, guck mal. Was für eine schöne Olivenöl haben wir hier. Erklär mal ganz kurz den Leuten, was Kritharaki ist. Kritharaki ist so eine Teig, so wie Nudeln, Material, oder? So wie Nudeln. Aber das sind gleich so wie Reis, oder sagt man so eine Reisnudel. Mhm. Das ist eine Reisnudel, ne? Das sieht so aus wie Reis, aber ist eigentlich kein Reis. Ja, also. Dann nehmen wir so Reisnudeln. Ja. Okay, tun wir so ein bisschen Knoblauch drin. Tue ich schon mal ein bisschen Knoblauch. Und dann jetzt tue ich schon mal diese Meeresfrüchte, schaut mal hier, so lecker Garnelchen, Nulchen, ne? Kalamares, Mussel, alles drin. Da Mama, so eine Kritharaki, Sebastian. Lecker. Ne? So auf dem Erasmus, Paralia hier, ne? Hast du alles schon zu Hause vorbereitet, ne, die Meeresfrüchte? Ja, ein bisschen, ja, weil... Hier ist schwierig. Sind wir unterwegs, ne, was soll man machen, ne? Sind wir nicht mehr zu Hause, ne? Da kochen wir so. Genau. Aber es macht auch Spaß, dazu kochen, oder? Was meinst du? Auf jeden Fall. Ein bisschen anderes, ne? Das sieht doch richtig lecker aus. Ja, ne? So, da tue ich so ein, zwei Laubblätter auch dazu, liebe Leute. Die hast du eben gepflückt bei uns. Genau, ja, die ist auch frisch, auch naturale. Alle frisch hier in Griechenland gibt es schöne Materialien. Die wachsen hier wo überall Lorbeerblätter. Ja, die Lorbeerblätter, ne, siehst du, die geht ins Haus, hat eine so einen guten Bau. Lorbeerblätter. Braucht nicht zu kaufen. Nee, Wahnsinn. So, dann machen wir ein bisschen vorbereitet, liebe Leute. Schneiden wir die Zwiebeln, die Knoblauch, die Paprika. Da machen wir alles so ein bisschen, ne? So, jetzt hole ich mal so mal ein bisschen raus, dass die Meeresfrüchte, wir wollen so nur die Saft so ein bisschen verfeinern, ne? Ein bisschen kurz braten und dann holen wir wieder raus. So, liebe Freunde, und jetzt tun wir so mal die Zwiebeln, die Knoblauch hier, die Paprika haben wir geschnitten, muss man langsam, dass die Sache reintun. Ne? Da machen wir so eine leckere Kritharaki. Wir machen weiter unsere Vorbereitung. Ne? Da schneiden wir auch die Tomätchen noch. 2 Stück? Kritharaki? Ja, 2 Stück reicht. Ja, ist okay. Kann man noch gucken, kann man noch sehen. Und jetzt das tun wir die Kritharaki rein. Riecht schon mal sehr, sehr lecker. Ja, ne? Aber weh. Das ist der Saft von der Garnele, von der Mussel hier, von den Kalamares. Das riecht nach mehr. Deswegen machen wir so eine Kritharaki. Zeig mal die Kritharaki. Kritharaki mit Alassina, da haben wir Reis. Wie Reis, aber Nudeln. Reisnudeln, genau, ja. So, da tun wir so mal ein bisschen die Reisnudeln rein. Ne, liebe Leute, da braten wir das auch kurz auf damit. Kritharaki. Jo, da muss man so alles so umdrehen, so ein bisschen umrühren. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja. Ich habe keine Zeit mehr, ich habe wieder Hunger. Ja, auch da bin ich so lang, das geht ja schnell. 10 Minuten sind wir fertig. Sehr gut. Jetzt tue ich die Tomätchen rein. Durch haben wir so ein bisschen die Tomate, die Petersilie auch rein. Müssen ein bisschen abschließen, so mit dem Wein, ne? Da tun wir ein bisschen Weißwein. Ach, jetzt riecht es hier nach Wein. Und das jetzt tun wir auch schon mal die Tomate. Ein bisschen passierte Tomate noch. Mm. So, und jetzt tun wir ein bisschen das Wasser rein. Lassen wir jetzt die ganze so ein bisschen kochen und da tun wir langsam auch so unsere Gewürze rein. Ne? Da tun wir so ein bisschen unsere Fischgewürze, wissen Sie schon, ne? Da haben wir schon mal gesprochen mit unseren so Fischgewürze. Passt wahrscheinlich gut dazu. Genau, ja, passt sehr gut, nicht so gut, sehr gut. Das ist eine sehr gute Materialie, liebe Leute. Und ein bisschen gemahlene Pfeffer noch. Ne? Bisschen gemahlene Pfeffer. Und ein bisschen unsere Chili-Flocke noch, passt ja gut auch, ne Sebastian? Ja, ich mag es ein bisschen scharf. Ein bisschen scharf machen. Aber ich mag auch Kritharaki. Kritharaki, ja, ja da machen wir so eine scharfe Kritharaki. Ja, die Eftemia macht mir die auch öfter. Ja? Ja, ja, Kritharaki. Die Eftemia kocht auch Kritharaki. Die kann das auch gut, ja, ja. Lecker, ja. Die Griechen essen viele Kritharaki, ja. Das ist auch lecker. Die machen mal so ein bisschen wie Risotto, finde ich immer. Ich finde immer, es ist so ein bisschen wie Risotto. Nicht ganz, ja, aber so, ja, genau, schon ähnlich. So ein bisschen Oregano, unser Oregano, griechische Oregano, bisschen schon, ne? So, liebe Leute, unser Kritharaki kocht schon. Ne, da haben wir alles da getan, da wird schon langsam so eine Kritharaki mit Alassina, Sebastian. Dann machen wir so die Decke drauf, ein bisschen zu, dann schnell kochen, ne? Ein bisschen kochen warm wird, weil der Wind hier ein bisschen problematisch zu kochen, ne? Ist egal, aber schauen wir das, machen Sie keine Sorge, liebe Leute. Da machen wir so eine leckere Kritharaki. So, dann tue ich auch ein bisschen Salz dran, Leute. Ne? Ein bisschen Salz muss immer sein. Genau, schmeckt ja besser. Weil die Menge ist etwas größer, muss man so ein bisschen mit der Salz so ein bisschen dazu. Aber sieht schon gut aus, ne? Ja, natürlich, guck mal schon. Da kommt schon langsam, ne? Und jetzt tun wir so mal langsam auch das Meerfrucht rein. Ne? Da kommt auch dazu. Gucken Sie mal, da kommt auch rein, Sebastian. Ja, der Saft mit ist den wichtig. Laubblättern, dieser Saft, da macht unsere Kritharaki so eine extra so verfeint das Geschmack, weißt du, da bringt das so eine Note als Meerfrüchte. Aber haben wir wieder eine Riesenportion gemacht. Oh ja, da essen wir gleich, ja. Geht eine Teller, da wird der Topf leer. Ich denke auch. Oh, bravo, Eftemia, was hast du gemacht? Ja. Gucken Sie mal, Leute, wie viele Mühle hat so gesammelt hier, die schmeißen die ganze Dose, alle überall, die ganze Pappes. Leute, machen Sie das nicht. Machen Sie die mehr als so dreckig und so, der Sand und so. Der Strand muss sauber bleiben. Darf man nicht machen, der Strand muss mal sauber bleiben. Ja, auf gar keinen Fall. Das geht gar nicht. Kiriako, guck mal, ich habe einen Löffel dabei. Ja, du bist so bereit, ne? Du hast Hunger. Da willst du was mal probieren. Da, ich probiere jetzt schon mal. Guck mal. Komm, ein klein bisschen kann ich probieren. Ja. Oh, schmeckt schon sehr gut. Ist noch ein bisschen hart, noch ein paar Minuten noch. Ein paar Minuten brauchen wir noch. So, zum Schluss, da tue ich auch so ein bisschen unser Golden Oil, liebe Leute. Schauen Sie mal, so ein bisschen Olivenöl, so zum Schluss. Ja, da machen wir aus jetzt die Feuer. Und dann tun wir ein bisschen Olivenöl. Golden Oil, oh, macht der Kritharaki so lecker. Du hast gerade noch gesagt, eventuell ein bisschen Zucker reintun, wenn man Tomaten hat wie in Deutschland, die ein bisschen nicht so süß sind. Ja, ne? Wenn man möchte nicht so saure, so der hat die Tomate, passt, wie nennen wir das? Ja, hier sind die sehr süß, aber bei uns dann vielleicht ein bisschen Zucker noch reintun. Genau, ja, kann man auch ein bisschen machen, ja. Am besten Rohrzucker, oder? Ja, genau, ja, die braune Rohrzucker ist die beste. So, der Tee ist gekocht, der Kritharaki ist fertig. Also da können wir schon ein paar Messer Wasser, ne? Ja. Da tun wir so mal unsere Reisnudeln mit Garnele noch dazu. Schön. Nein, Sebastian. Das sieht doch gut aus. Für mich auch einen Teller. Einmal, ja, Christoph, natürlich. Wir kriegen alle, wir essen jetzt. Am Strand. Am Strand, in Thalassa, Klaraka, Trombe, Kritharaki, Megarides. Seitdem wir hier in Griechenland sind, fängst du immer mehr an, Griechisch zu sprechen. Gerade sind wir in Griechenland, muss man Griechisch sprechen. Unsere griechischen Freunde auch, muss man verstehen, was wir machen, ne? So, Kyriakos, jetzt können wir beide endlich probieren. Ja, ne? Endlich. Haben wir geschafft, Sebastian. Da wird so langsam dunkel, ist ja frisch, ne? Und da essen wir jetzt Kritharaki mit Thalassina. Probier du mal, ich habe meinen Teller schon hier. Ja, die Sache hier ist so ein bisschen, da kann man nicht so alles zusammensitzen. Aber egal, probieren wir das auch. Oh, das war ein Geschmack wieder, was haben wir gereicht heute, Sebastian? Das ist so lecker. Ich finde es auch richtig lecker. Wir sind drauf, wir sind danach zum Schluss mit ein bisschen Oliven noch drauf. Ja. Unser Goldene Öl ein bisschen so drauf. Sehr lecker. Schmeckt auch richtig gut. Auch die Meeresfrüchte sind so intensiv hier, ne? Das ist Wahnsinn. Und bei den Tomaten muss man jetzt auch, muss nicht süßer sein, ist schon gut so, finde ich. Ist gut gekocht, alles super. Sehr, sehr lecker. Gute Konsistenz, schöne. So, ich glaube, heute machen wir nicht so lang. Wir essen jetzt. Ich zeige noch einmal hier den Strand und dann verabschieden wir uns. Ja. Oh, das ist so lecker geworden. Mensch. Ich zeige noch mal hier. Schön, schön, schön hier, ne? Kann man gut hier. Ja. Mit den Wellen am Strand, mit Kritharaki. So, das war's, φίλοι μου. Γεια σας από Ελλάδα. Abonnieren Sie mal bitte, kommentieren Sie uns, ne? Schreiben Sie eine gute Kommentare, ne? Γεια σας από Ελλάδα. Γεια σας. Γεια σας.